Die Diebe sind halt sehr organisiert und trickreich vorgegangen. Den Spitzel, der quasi als Wachposten abgestellt war, habe ich dann selber verhaftet. Der Haupttäter ist Fleischer, hat immer einen Messerkorb im Fahrzeug. Und zum Selbstschutz habe ich gedacht, ich nehme dann eben eine Flinte mit. Sicher macht mich das sauer. Die ganze Welt, die Öffentlichkeit schreit immer nach Zivilcourage. Eine Jagdwaffe darf eben grundsätzlich nur zur Jagd eingesetzt werden. Ich habe nicht einen Schuss abgegeben. Es ist schon eine Form von Degradierung. Und bitteschön. Und bitte! Und dann zur anderen Seite. Und bitteschön. Danke, bitte noch einmal. Und bitte noch einmal so wie. Und bitteschön. Schön. Okay. Ja, die Diebe sind halt sehr organisiert und trickreich vorgegangen und haben eines der Glieder aus der Kette rausgeschnitten und haben dieses durch ein Schraubglied getauscht. Das heißt also, man konnte dann dieses Glied einfach wieder verschrauben und es fiel auch nicht auf, weil dieses Schraubverschlussstück nicht wirklich dicker ist als das eigentliche Gliedstück. Vorgegangen war das? Ja, sie hatten vor allen Dingen erstmal zwei Sackkarren dabei, die sie auch mitbrachten. Und mit diesen Sackkarren suchte man dann die besten Stücke auf dem Platz zusammen und schaffte die dann hierher, um sie dann, wenn man alles weitestgehend genug zusammensortiert hatte, auch mitnehmen zu können, schnell und zu verladen. Ja, bereits am Montagabend, wie mir die Lebensgefährtin das gesagt hatte, man kam also laut ihrer Information montags, mittwochs und freitags. Und montagsabends, bereits um 8:45 im helllichten Tageslicht, waren die ersten Bilder dann auf der Kamera entstanden. Ich bin halt dann mit einem Ansitzstuhl und einem Tarnanzug in die Hecke hinein und habe mich halt wortwörtlich auf die Lauer gelegt, um erstmal der Dinge zu harren, die da kommen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch mit zwei Tätern gerechnet, weil nur zwei auf den Bildern zu sehen waren. Man kam aber dann an dem Abend zu dritt, weil der dritte kam auch gleich und lief auf 2 Meter an mir vorbei, um sich weiter unterhalb von mir in der Hecke zu positionieren, um gegebenenfalls seine Komplizen warnen zu können, wenn dann Spaziergänger oder so etwas stören könnten bei der Arbeit. Ja, den Spitzel, der quasi als Wachposten abgestellt war, habe ich dann selber verhaftet und habe daraufhin dann die Polizei informiert und gebeten, sie mögen halt ohne Blaulicht und Tamtam erscheinen, um schon mal diesen einen, den ich bereits verhaftet hatte, sicherzustellen und dann eben auch gegebenenfalls direkt die anderen beiden mit mir gemeinsam auf dem Platz zu verhaften.
Die sind geflüchtet, die beiden? Das Walkie-Talkie, was der Spitzel dabei hatte, fing also dann an zu piepen. Und da der nicht mehr antworten konnte, war denen klar, da passt jetzt was nicht. Und daraufhin haben die beiden dann auch Pkw und Anhänger stehen lassen und sind zu Fuß verschwunden. Gut, jetzt hast du den... Musste ich damit rechnen, ich wusste ja auch schon vorab, ich hatte es in der Nachbarschaft schon mitbekommen, wie gewalttätig er sowohl gegenüber seinen Ehefrauen als auch anderen gegenüber immer wieder war. Und zum Selbstschutz habe ich gedacht, da eine Flinte erschreckender ist als eine kleine Gaspistole oder sonstiges, habe ich gedacht, ich nehme dann eben eine Flinte mit. Und um eben zu vermeiden, dass ich mich selbst gegebenenfalls in Gefahr bringen könnte, wenn mir einer diese Waffe vielleicht entreißt, was ja auch passieren könnte. Und um vor allem sicherzustellen, dass mich damit keiner unbedingt umbringen könnte, habe ich dann eben statt Schrotpatronen diese Patronen von einem Bekannten, der Wiederlader ist, mit Salz füllen lassen. Jetzt sieht es ja so aus von diesen Patronen. Naja, die Gefahr ist, dass es wohl äußerst schmerzhaft sein dürfte, weil ich vermute mal, es ist grobes Meersalz, dass das schon eine dickere Jeans auch durchschlagen würde auf so 10, 20 Meter. Ja, erzähl doch mal. Sicher macht mich das sauer. Die ganze Welt, die Öffentlichkeit schreit immer nach Zivilcourage. Und ich sage immer, die Menschen, die bei so etwas wegschauen, die sind nicht besser als die Täter selbst. Weil jemand, der nicht hilft, wenn es drauf ankommt, der ist quasi nicht wirklich besser als einer, der das selber macht. Ist ja so, dürfen und ich bin jetzt der Böse oder genau genommen der Blöde eben. Aber wie absurd ist das? Ja, also ich empfinde es jetzt wortwörtlich als, denke ich mal, schwerere Bestrafung, als wenn ich die Strafmaße der jeweiligen Täter sehe. Und eine Waffenbenutzung wäre wirklich, wenn ich jemanden damit im Anschlag bedroht hätte. Dieser Mann, den ich festgenommen habe, der hat mich ja nicht gesehen, dank meines Tarnanzuges. Er ist zuvor auf 2 Meter an mir vorbeigelaufen. Und als ich dann herausbekommen hatte, wo er in der Hecke saß, habe ich ihn lediglich aus der Hecke heraus, in der ich selber immer noch drin stand, angesprochen und habe ihn aufgefordert, herauszukommen, alles fallen zu lassen und sich vor mir auf die Straße zu legen. Und ich habe nicht einen Schuss abgegeben, obwohl ich hier in diesem Bereich Jagdrecht eingeräumt hatte, weil ich hatte mir zuvor extra von dem örtlichen Jagdpächter die Genehmigung, dass ich hier überhaupt hergehen durfte. Ich hätte mich auch denn, was viel schlimmer gewesen wäre, der Haupttäter ist Fleischer, hat immer einen Messerkorb im Fahrzeug und er ist wirklich psychotisch sehr belastet und er ist wegen häuslicher Gewalt mehrfach vorbestraft, deswegen hätte ich mit allem rechnen dürfen. Und okay, dann die Hose ruhig erstmal. Okay, bitte. Okay, bitte schön. Entschuldigung, die Hand nochmal zurück und los geht's. Und nochmal bitte. Und bitte. Schön. Oh, bitteschön. Einfach einmal wegnehmen.